Hallo und herzlich willkommen, hier ist es Anfinkol. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge A Tale of Two Sons. Ich bin hier irgendwo in einer Höhle gelandet, ich weiß nicht genau wo, aber man hört es vielleicht auch, es hallt so ziemlich. Es ist eine ziemlich große Höhle. Und ich bin mal gespannt, wo wir hier hinkommen. So ein bisschen, ich muss mich wieder an die Steuerung gewöhnen. Wieso ist denn die Kamera jetzt so blöd? So rum, so ist besser. Rechts ist der Kleine, links ist der Große. Ah, das ist so kompliziert wieder gerade. Ich muss mich gerade wieder umgewöhnen. Kann man da irgendwas aufnehmen? Ach da. Ach da? Na da, gehen wir da hin. Auf, Nai. Die Kamera dreht sich schon wieder so komisch. Ah, da vorne geht's, glaube ich, raus. Nai ist durchgekommen, ja. Der kann es jetzt aufmachen. Aber ich glaube, so langsam müsste das wieder weggehen, der Hall hier. Hier ist der Hebel. Dann mach mal auf. So, jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ja, in der Höhle hat es ein bisschen Gehalt. Jetzt ist wieder alles gut, obwohl es hier eigentlich auch weiterhallen müsste, ne? Aber ich glaube, ich kann nicht die ganze Zeit das Spielchen mit dem Hall machen. Das wäre nicht gut. War nur so eine kleine Spielerei von mir. Wir sind hier irgendwo gelandet. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Auf jeden Fall ist es ein bisschen technisch. Wie man hier sieht, ein Laufrad. Hier ist Wasser, hier fliegt was rum. Okay. Es speichert auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz gut. Gut. Wenn es speichert, ist immer gut, ja. Ich habe übrigens das Superlux E205 am Start wieder. Ich habe ja gesagt, dass ich es öfters mal jetzt ausprobieren werde und öfters mal benutzen werde bei meinen Let's Plays. Unter anderem jetzt auch bei diesem, nicht nur bei Rayman, sondern auch jetzt hier bei A Tale of Two Sons. Und jetzt muss ich, wie geht's denn hier weiter? Ich muss erstmal die Kamera drehen. Ich komme nicht weit gedreht, ne? Mhm. Ja, ist die Frage, wie es hier jetzt weitergeht. Wie geht's denn hier weiter? Kann ich hier drauf springen? Ich weiß gar nicht, kann man hier eigentlich auch sterben oder so, wenn man das nicht richtig hinkriegt? Oh, cool. Hopp. Voilà. Und ich laufe hier hin und dann drücke ich die R2-Taste respektive die L2 für den Großen. Und dann hängt er sich daran. Ich gehe mal mit dem anderen ein bisschen weiter weg. Und dann, oh, hopp, dann springt er da runter. So einfach ist das. Es speichert. Es speichert ist gut. Ja, da, na dann. Aha. Hopp. Mhm. Welcher Weg ist richtig? Der da. Ich glaube, ich gehe erstmal mit einem allein vor und dann mit dem anderen hinterher. Nein. Kann ich hier abstürzen? Ich habe gerade ein bisschen Überblick verloren. Wenn man mit beiden gleichzeitig läuft, da habe ich den Überblick ein bisschen verloren. Wieder so. Ich muss... Ey. Oh. Was ein Glück. Schafft ihr es nochmal zurück? Ja. Was für eine Aussicht. Da ist voll alles mit Wasser. Und was ist denn das hier? Die Riesenhöhle. Da muss ich doch glatt wieder den Hall einschalten. Das ist schon ein bisschen größer hier. Hallo? Hallo, Hütti? Hallo, ist da jemand?
Die Musik ist auch ein bisschen bedrohlicher geworden. Die ist nicht mehr so melancholisch und so. Es ist ein bisschen bedrohlich geworden, die Musik. So. Was haben wir denn hier Schönes? Kann man die Kamera jetzt wieder drehen wenigstens? Ein Zahnrad. Sieht aus wie ein Schuh mit dem Zahnrad irgendwie. Es gibt, ich will immer die Kamera hochstellen, damit ich ein bisschen weiter nach vorne gucken kann, aber das geht auch nicht. Da muss ich halt mal hinlaufen, da. Ja, da kann man drauf springen, aber rüber komme ich da mit Sicherheit nicht so. Das dreht sich ein bisschen zu schnell. Die dürfen wohl nicht zu weit voneinander entfernt sein. Es speichert. Gibt's hier irgendwas? Da kommen wir hinterher mit. Achso, waren wir uns gegenseitig im Weg gestanden. Da ist es nicht weitergegangen. Mhm. Alter Schwede, guckt euch das mal an, wie tief es da runter geht. Eine Riesenbrücke. Das erinnert mich alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, an Dark Souls. So, wenn man die Wände so sieht, so riesengroß, tief hinunter, die Riesenbrücken und so, gibt es bei Dark Souls auch. Und so düster und alles. Und jetzt? Ist das ein Hinweis da, jedes Mal, wo diese Glühbirnchen da fliegen? Oder was das ist? Was ist damit? Ups. Oh. Der nimmt ja das. Okay. Und dann komm mal her, Großer. Du auch mal. Kannst du den Kleinen alles alleine laufen, alleine machen lassen. Mhm. Und jetzt? Komme ich da rum? Muss noch ein bisschen rangieren, glaube ich, oder? So vielleicht. Jetzt zurück. Ja, rückwärts, rückwärts, genau. So wird das was. Ey, nicht so schnell, nicht so schnell. Hilfe. Ja, und jetzt? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Das wird so nix. Gehe ich erstmal so durch und jetzt so. Ja, so wird das was. Da muss man ein bisschen rangieren. Wie im richtigen Leben, also wenn man so große Dinger dann irgendeinen engen Hausgang da hochtragen muss, dann muss man da auch ein bisschen so rumrangieren. So ein riesen Teppichrude oder ein Schrank oder irgendwas oder ein Bretter von einem Bett von einem großen und so Dinger. Lange Dingchen da. Ich glaube, das muss ich hier in die Zahnräder reinmachen. Kann das sein? Dann geht alles kaputt und bricht alles zusammen und ich bin hier in der Falle. Oder wie ist das? Was geht mal los? Okay. Das sind wieder die Glühwürmchen hier. Aber wie ruhig das auf einmal ist. Falsch. Dumm. Dich muss ich. Wenn ich so den ins Gesicht gucke, dann komme ich mit der Steuerung total durcheinander. Ah, dahin muss ich. Jetzt steht das still nämlich. Komm mal hin, Nai. Hast du auch noch? Zack. Dreh dich mal rum, die blöde Kamera. So ist es mir lieber. Das sind überall immer die Glühwürmchen, wo man was machen muss. Kann das sein? Dann gehen wir weiter rüber noch. Bleibst du mal hier so. Jetzt gehst du, Nai. Hinüber. Jawohl. Prima gemacht. Jetzt kommst du noch hinterher. So. Jetzt ruckelt es ein bisschen. Aber es speichern tut. Was ist denn das hier?
jetzt auch alles verlassen? Ist das irgendwie eine verlorene Kultur oder eine verlassene Kultur oder irgendwas? Wo waren das? Ich glaube, war es bei Skyrim oder so? Da gab es auch so eine Zwergenstadt, immer so Dungeons, so Zwergenstädte, die man so schön durchforsten konnte und Loot suchen konnte. Und da waren dann auch solche Maschinen, die man dann noch bedienen musste und solche Dinge. Und so Fallen vor allen Dingen auch. Aha. Und jetzt? Ah, genau wie so. Also solche Geschichten meine ich. So Rätsel. Und jetzt? So, und jetzt kann ich das loslassen. Wie komme ich da jetzt hin? Ah, okay. Die Treppe dahin. Komm mit, Nai. Folge deinem großen Bruder. Alter Schwede, geht's da runter. Habe ich schon erwähnt, dass ich nicht schwindelfrei bin? Nicht? Aber jetzt. Ich bin nicht schwindelfrei übrigens. Oh. Da habe ich schon bei anderen Spielen, so bei Ballerspielen und so, richtig Probleme. Kann man hier hochklettern? Nee, kann man nicht. Kann man hier springen? Soll ich mal hier springen? Na komm. Okay. Und gleich eins weiter. Hopp. Jetzt du. Und hopp. Ich muss die Kamera drehen. Ich sehe nichts. Geht nicht. Kann man durch den Stein gucken. Guck mal. So ein bisschen, ne? Ja, das ist gut gemacht. Dann sehe ich wenigstens, wo er ist. Der Kleine. Der kleine Fratz, der kleine. Und jetzt? Darüber, oder? Jetzt wieder da hoch? Ja, sieht so aus, ne? Okay. Das hatten wir alles schon. Aber wie kommt der hoch, der Große? Ist diesmal kein Seil. Da kommt der Große hoch jetzt. Da oben ist ein Seil. Irgendwas. Oh. Das war wohl ein Kalter. Muss ich besser zielen. Die Kamera mal drehen, glaube ich. Geht nicht. Geht nicht. Mann. Ich mag das nicht. Ja, toll. Aber es bringt mir jetzt nichts, weil der Große ist ja noch hier. Ah, okay. Cool. Da muss man erstmal drauf kommen, Mensch. Das kann ich nicht runterfallen lassen. Da unten, da ist jemand. Sind das auch wieder solche Riesen, solche Oger? Wie immer sehen sie nicht klein aus. Ja, das erinnert mich auch ein bisschen an Demon's Souls. Da gab es auch solche Katakomben. Und da waren auch solche Hacker, aber die waren aggressiv, die waren böse, die haben dich auch sofort angegriffen. Die sahen genauso aus in der Richtung.
Oh, ist so schwierig, beide gleichzeitig zu steuern. Ich probier's ja immer. Wasser. Oh, guck mal, Fische. Das sieht aber ein bisschen aus, als ob die über dem Wasser sind und nicht unter Wasser. Kriege ich die Fische? Na, kriege ich dich, kriege ich dich? Braucht zu lange. Ich glaube nicht, dass man die Fische irgendwie fangen kann. Treppe auf. Kamera, dreh dich mal ein bisschen. Dann geht das wenigstens einfacher. So, wo geht es jetzt weiter? Geradeaus oder hoch? Nee, komm mal, geh mal zu deinem großen Bruder lieber wieder. Dreh dich mal wieder, du Kamera, Mensch. So, ja. Da ist schon wieder so ein Rätsel. So eine Maschine. Wo geht's denn da unten hin? Wenn schon, denn schon. Muss die Kamera wieder drehen. Irgendwie lässt sich so leichter laufen. Auf jeden Fall geht es hier runter. Nee, da bin ich hergekommen. Nee, da bin ich nicht hergekommen. Da hätte ich aber hingehen können. Ich bin von da hinten hochgegangen. Die Treppe, oder? Ja. Ist also zweimal der gleiche Weg. Mit Bank zum Ausruhen, zum Relaxen, sich schöne Aussicht angucken. Andersrum. Gibt es da eine Aussicht? Fische, ein bisschen grün ist da auch. Naja, gut. Und start halt auf eine Felswand. Ein bisschen grün dran. Kann man wieder umdrehen. Die röcheln da auch ziemlich. Also ich weiß nicht, ob die so friedlich sind. Das ist wieder so eine Maschine. Hier speichert es. Ich weiß es nicht. Bin ich... Halb habe ich angefangen. Oder davor. Dann denke ich... Nee, komm. Wir machen mal eine halbe Stunde Version. Machen wir das noch ein bisschen weiter zum nächsten Speicherpunkt. Ja, und jetzt? Okay. Und nach vorne. Ja, dann mach doch da. Ja. Na? Ja. Hat nicht geklappt? Hey, naja. Jetzt aber. Kann ich hier nicht einfach weiter? Dann nach oben oder so? Nee, wahrscheinlich nicht. Dann hopp. Da muss er wieder kraxeln, der Kleine. Ja. Dann ist da wieder eine Drehkurbel. Oh, okay. Uiuiui. Oh, Natanael!
Wieso muss ich ihn da so weit drehen? So lange? So, und jetzt? Na, das ist unbedingt nicht das Richtige, oder? Doch, jetzt muss ich erstmal dahin. Wieso bin ich nicht gleich da vorne entlang gelaufen? Da kann ich doch drüber springen bestimmt. Ah ne, er kommt ja eh nicht hoch da. Habe ich das nicht mehr im Blick? Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen problematisch. Ja, na. Okay, geschafft. Nai, der kann da, glaube ich, drüber springen, oder? Ich probiere es einfach. Ja. Jetzt ist da nochmal so ein Ding. Ja, das ist überhaupt nicht einfach, ey. Verdammt nochmal. Schneller. Das wäre jetzt knapp geworden, glaube ich. So, kann ich aufhören zu drehen. Es geht wieder zu. Und du lässt dich jetzt jetzt fallen. Hoffe ich doch mal. Jetzt muss er wieder was machen, oder? Ah, hier, der Hebel da. Genau. Falsche Richtung. Rückwärts. Noch ein bisschen. So, jetzt gehst du dahin. Hältst dich fest und du drehst, Bruder. Alter Schwede, das ist nicht so einfach. Ich meine, es ist nicht schwer, aber es ist eigentlich selbsterklärend. Aber trotzdem. So, beim nächsten Speicherpunkt mache ich dann aber einen Cut. Und gucken wir mal, wo der ist. Geht das nicht weiter da? Doch. Hier, hat's gespeichert. So, hier hoch noch. Dann sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit dieser Rätselhöhle. Tschüss, bye bye, winke winke, hier war Sandwinkel mit Tale of Two Sons. Bye bye.